Hier liegt auch Schutz. Müssen wir also durch den Seiten. Ach, Quatsch, falscher Raum. Ja, ich weiß. Hä? Achso, hier. Falsche Seite. Orientierung, Flo. Maki ist auch da. Hätte ich mir fast denken können. Maki! Oh, wie süß! Sie begrüßt uns mit einem Lächeln und einem kleinen. Wie, du stellst dich als Verräterin oder als letztendlich geheimer Mastermind im Hintergrund raus. Dann setzt es was. Ich wusste, du würdest herkommen. Wenn du alte Gegenden oder alte Orte erneut untersuchst, dann wusste ich, dass du eventuell hierher kommen würdest. Aber bevor du die Untersuchung hier anfängst, hör zu, was ich zu sagen habe. Geht es um die Entwürfe, die du durchgeschaut hast von Kokichi? Hast du die alle durchgesehen? Ja, habe ich. Aber es gab eine Sache, die mir ins Auge gefallen ist, die mich etwas beunruhigt hat. Auch wenn ich nicht weiß, wie wichtig es wirklich ist. Das heißt, wir sollen mit Maki sprechen. Vorher rede ich nochmal ganz kurz Tsumugi an. Ich habe oben gerade nicht auf die Zeit geachtet. Hier scheint es immer noch sicher zu sein. Ist ja auch im Untergrund, deswegen wird es ja hier nicht so leicht einbrechen, oder? Aber ich habe Angst, dass, falls das Gebäude einbricht, dass es dann eine Welle an, dass eine Welle von Büchern über uns schwappt. Und zu sterben, indem man von Büchern begraben wird, wäre gar nicht so schlimm, so zu sterben. Aber, möchte ich nicht unbedingt jetzt haben. Oh, Zeit geht weiter voran, reden wir einfach mal mit Maki. Hey Maki, was war denn in diesen Entwürfen, die du durchschaut hast? Ich habe da ein Design gefunden, was mich ein wenig beunruhigt hat. Es war mit etwas zu viel Details gezeichnet. Das sieht aus wie ein Vakuum, also ein Vakuumglas. Was für eine seltsame Form. Was kann Vacuum noch sein? Ich kenne zwar den Vacuum Cleaner jetzt mittlerweile als Staubsauger, aber das wird ja hier nicht gemeint sein. Wie ein Staubsauger sieht es nicht unbedingt aus. Natürlich, jetzt wo OBS und Spiel komplett am Rödeln sind, ist natürlich im Hintergrund, wenn ich hier Browser starte und auf eine Seite gehen will, das dauert jetzt auch wahrscheinlich 5 Minuten. Ich lasse es mal kurz laden im Hintergrund und mache dabei schon mal weiter. Da können wir uns das. Okay. Da muss ich vielleicht gar nicht nachgucken. Weil es ist tatsächlich sowas wie ein Staubsauger. Es ist eine Maschine, die. Die sämtliche Insekten aufsaugt. Und sie heißt. Wie kann man das schön sagen? Staubsauger? Käfsaug. Ich nenne es mal Käfsaug. Ein Käfsaug? Kokichi hat sich das Design ausgedacht. Aber ich dachte, es gibt keine anderen Käfer außerhalb von Gontas Labor. Ja. Warte mal, jetzt wo du es erwähnst. Gonta hat irgendwann mal gesagt, dass er einen kleinen Käfer oder kleines Insekt gesehen hätte. Ah, deswegen winziger Insekten. Insekten? Ich dachte, es gab nirgendwo irgendwelche Lebewesen in dieser Akademie zu sehen. Ja, Gonta hat das auch gedacht, aber. Als ich im Hof draußen gelaufen, Gonta glaubt, winziges Insekt gesehen zu haben. Aber Insekt so winzig, dass Gonta es nicht sehen konnte. Und Gonta hat ja wahrscheinlich mit Brille perfekte Sicht. Vielleicht Gonta also nur Fehler gemacht, aber Gonta denken. Nein, vielleicht Gonta wirklich nur einbilden. Gonta hat öfters mal winzige oder kleine Insekten gesehen. Aber Gonta meinte, dass er ja nur. Ja, dass er sich's eingebildet hätte. So. Okay, ich mache mal den Browser im Hintergrund wieder aus, weil der zieht auch einiges an Leistung. Vielleicht hat Kokichi Mio darum gebeten, das für ihn zu erfinden. Also hat Mio das tatsächlich hergestellt? Naja, nachdem ich diesen Entwurf hier, dieses Design gefunden habe, bin ich zu Mios Forschungslabor gegangen und.
Habe einen Prototyp gefunden, an dem sie immer noch arbeitete. Das hier ist er. Es mag vielleicht ein Prototyp sein, aber er scheint bereits zu funktionieren. Die Saugfunktion ist bereits fertiggestellt. Und als sie das sagte, machte Maki die Maschine an und oder drückte den Knopf oder den Schalter an der Maschine und... Wurm! Wow, du kannst ganz schön stark saugen. Ich meine, was für eine Saugkraft. Das ist ganz schön laut. Ich weiß nicht, wie laut es ist, deswegen spreche ich mal lauter, da ich nicht mit Order City die Soundspur extra aufnehme. Aus Energiespar- und Leistungsspargründen. Ja, hiermit kannst du alle Insekten, die in sich und der Umgebung befinden, mit einem einzigen Mal aufsaugen. Aber nichts ist drin. Ja, es scheint so, als wäre es mehrere Male benutzt worden. Aber kein einziges Insekt wurde bislang gefangen. Oh, danke. Maki seufzte und schaltete den Insektenfänger wieder aus. Also bedeutet das, dass es keine Insekten hier gibt? War es tatsächlich nur Gontas Einbildung? Ja. Das ist vermutlich der Fall. Er meinte, er hätte ja im Hof mehrfach Insekten gesehen. Mal draußen benutzt? Nun, wenn es hier Insekten gäbe, dann... Weiß ich nicht, ob das ein Hinweis sein könnte, aber... Ich wollte es euch einfach nur mitteilen. Zumal ich eine ganze Menge Zeit darauf verwendet habe, das zu untersuchen. Ja, danke dir. Waren diese Insekten also tatsächlich nur Gontas Einbildung? Es muss mehr hinter dieser ganzen Sache stecken. Der Käfsaug wurde den Truthbullets hinzugefügt. Ah, hier wart ihr also. Wenn wir uns alle treffen, warum hat mir keiner Bescheid gesagt? Ich konnte niemanden finden, also habe ich mir Sorgen gemacht. Tut mir leid. Und wo hast du dich bis jetzt rumgetrieben? Du bist in Lantalos Raum gewesen, nicht wahr? Hast du noch irgendetwas Interessantes gefunden? Ja. Was ist das für ein Gesichtsausdruck? Zeit wird immer knapper. Himiko? Hey Himiko, hast du irgendwas in Lantalos Labor gefunden? Ich werde es dir nicht sagen. Hör auf mich zu fragen. Halt die Klappe. Lass mich in Frieden. Was? Warum? Wenn ich sagen würde, ich hätte nichts gefunden, dann würdest du daraus doch schließen, dass ich nutzlos bin, nicht wahr? Und das lasse ich nicht zu. Also schätze ich mal, hat sie nichts gefunden. Keine Sorgen, ich habe sowieso nichts von dir erwartet. Das ist doch genauso schlimm. Wenn es nicht in Lantalos Raum ist, wo ist dann sein Survivor Perk, also sein Überlebenssonderrecht? Wir haben nichts an seiner Leiche gefunden. Also, hat er es irgendwo versteckt, bevor er gestorben ist? Aber es in seinem eigenen Zimmer zu verstecken, wäre... Achso, sie war nicht in seinem Labor, da war sie ja vorher, da waren wir ja gemeinsam drin, sondern sie ist in sein Zimmer vom Dormitory, vom Wohnheim gegangen und hat dort gesucht und nichts gefunden. So rum. Aber es in seinem eigenen Zimmer zu verstecken, wäre der sicherste Ort gewesen. Hat es jemand entwendet? Shuichi, was ist los? Wir wollten doch schauen, was sich hinter der versteckten Tür hier befindet, nicht wahr? Also sollten wir uns beeilen und es tun. Ja, du hast recht. Die versteckte Tür, die Lantalo untersucht hat, kurz bevor er gestorben ist. Da drin könnte sich etwas befinden, was ein wertvoller Hinweis ist. Zunächst einmal sollte ich die versteckte Tür untersuchen. Keine Zeit. Ja. Sie war die ganze Zeit über verschlossen. Die versteckte Tür. Mit Kiwos Hilfe sind wir vielleicht in der Lage, sie zu öffnen. Diese Tür kann nur mit einer Keycard oder Cardkey geöffnet werden. Die muss ja irgendwo sein. Die muss irgendwo sein? Oder, Moment, wie hat sie es formuliert? Achso, da drin muss sich irgendetwas befinden.
Vielleicht versteckt sich der Mastermind hinter dieser Tür. Und dann, wenn wir ihn töten, können wir dieses Killing Game ein für einmal beenden. Nein, ich hab dir doch gesagt, wir können ihn nicht töten. Wenn du das tust, dann sind wir doch dasselbe wie... Was? Hä? Gefunden! Ihr treibt schon die ganze Zeit so ziemlich, was ihr wollt, ha? Ihr könnt nicht einfach überall hingehen, ohne Erlaubnis zu haben. Da wird Papa doch böse. Und ich mag Papa nicht, wenn er wütend ist. Deswegen, bevor er das rausfindet, werde ich euch alle zerstören. Verdammt, lauft ihr alle. Roboto Kick! Ah, ich kann mich nicht bewegen. Halt da drüben mal ein kleines Nickerchen. Kibo, du hast uns gerettet. Als Belohnung werde ich meine Magie benutzen, um dich in einen echten Jungen zu verwandeln. Ihr braucht mich also, um diese Tür da zu öffnen, nicht wahr? Ja, bitte. Ey, willst du mich einfach ignorieren? Nun ja. Ich schätze mal, ich kann sowieso nichts ausrichten, da ich meine... Da ich erst meine Magie aufla... Bitte, trete zurück. Es wird gefährlich, wenn ihr zu nah dran steht. Nach diesem Turs-Comment, nach diesem... Turs halt, ne? Ich gucke jetzt nicht nach das einzelne Wort. Nach diesem siffigen Kommentar oder so, zielte Kimo mit seinem Rocket Launcher auf die Tür und... Kann man das wirklich Rocket Launcher nennen? Es ist immer noch eher ein Beam, Laserbeam. Krass. Gleich mal die zwei daneben stehenden Bücherregale auch noch mit zerstört. Versteckte Tür ist vollständig zerstört. Hi. Die Tür ist offen. Wir können endlich hinein. Der Mastermind versteckt sich da drin, kein Zweifel. Aber es ist okay, wirklich einfach reinzugehen? Was, wenn wir attackiert werden oder so? Dann müssen wir einfach zurückschlagen. Ich würde euch ja gern begleiten, aber ich muss die Exorcisten hier aufhalten. Shuichi, es liegt an dir. Bitte fange den Mastermind. Egal was auch, egal was dafür notwendig ist. Okay, verstanden. Der Mastermind ist dort drinne. Bei diesem Gestocke kann ich mir das gar nicht vorstellen. Es ist möglich, aber wir sollten vorsichtig sein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Nun dann, los geht's. Ich werde als erstes hineingehen. Ich bin die Einzige, die kämpfen kann, sollte irgendwas passieren. Okay, bitte. Angeführt von Maki gingen wir durch die versteckte Tür hindurch. Was zum... Das hier ist der versteckte Raum. Sehr viel größer, als ich erwartet hätte. Die Atmosphäre von diesem Raum hier, wie ein ultimatives Labor ein wenig. Erinnert die nicht ein bisschen euch oder an die Überbleibsel der Verzweiflung, die Junko Enoshima angehimmelt haben? Ja, Buddy. Der Mastermind des Killing Games muss sich tatsächlich hier verbergen. Was? Wo? Wo versteckt sich der Mastermind? Hier. Was? War das gerade Monokumas Stimme? Herzlich willkommen im letzten Level. Ich schätze mal, es ist an der Zeit, dass der letzte Boss seinen Auftritt hat. Wo kommt diese Stimme her? Verdammt, was? Was?
Jetzt! Zu diesem Zeitpunkt? Verdammt, ich habe zu viel Zeit gebraucht. Es ist schon Morgengrauen. Oh. Bumm. Ich mach mal die Geräusche dazu. Bam! Brrr, bam! Oh, schon vorbei. Du hast so lange gebraucht, Menno. Hör doch mal hier auf den Erzähler, Chan. Sei vorsichtig, du hast nicht ausreichend Zeit, um wirklich alles zu untersuchen. Untersuche nur, was du wirklich untersuchen musst. Ich habe ja hier in dem Raum noch gar nichts untersucht. Ja. Ich springe jetzt einfach mal weiter voran. Ich meine, starten wir nicht mit derselben Restzeit? Hä? Oh. Okay. Ich schätze mal, ich bin jetzt einmal gestorben, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Wir sind wieder so fast in die Hälfte der Nacht zurückgesprungen. Aber ich würde sagen, gut, da haben wir einmal gesehen, wenn auch mit leichter Tonverzögerung, was passiert, wenn das Zeitlimit, wenn man das überschreitet, beim Wirk weggebumst. Mit Laserstrahlen und so. Und scheinbar vergeht auch tatsächlich Zeit in Dialogen, ansonsten wäre dann ja jetzt nicht das, hätten wir nicht das Limit überschritten. Das heißt, dieses Zeitlimit ist zum LPen, da es bei den Dialogen weiterläuft, die ich auch immer noch übersetzen und kommentieren und so weiter, muss echt, mal gucken, vielleicht schlagen wir nochmal auf das Limit auf, je nachdem, wie lange das hier noch dauert. Aber jetzt mache ich erstmal Speichern hier an dieser Stelle. Und würde sagen, das reicht dann für eine Folge. Ich glaube, jetzt ist sie wieder sehr viel länger geworden, als sie vielleicht hätte werden sollen. Vielleicht werde ich sie doch zwei teilen. Und das war hier dann schon das Ende der zweiten Folge. Mal gucken. Und ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Programme kennt, wie ich das mit den GPU-Sachen, Problemen oder so lösen kann, dann immer gerne her damit. Ansonsten muss ich irgendwie hoffen, dass das per Zufall beides doch wieder auf dasselbe GPU fällt und dieses Stocken dadurch ein bisschen Einhalt geboten wird. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen bisher und weiter geht's dann in der nächsten Aufnahme, der nächsten Folge. Bis dahin, wie immer, Matane. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.